guess what? You know, I bet you don't know who this is. I'm going to tell you. Johnny Guitar Watson. Listen. Wanna buy no car, but the price ain't right. Get that toe, be a damn sight cheaper. Start riding the bike. You make a milk out of powder. Got the Paris line. Dig it. The wrist on up higher. Got the Paris line. Warum ich erst 1973 bekannt geworden bin? Nun, diese Frage ist wirklich schwer zu beantworten. Ich denke, es lag am schlechten Management. Ich hatte damals einfach nicht die richtigen Leute im Management. Ich hatte zu der Zeit ein paar Platten eingespielt, hab's aber nie geregelt gekriegt, die Leute zu finden, die sich wirklich hundertprozentig für mich, Johnny Guitar, eingesetzt haben. Mich als Produkt vermarktet haben, sag ich mal. Ich musste damals die normalen Pop-Sachen spielen. Es war schwer für mich damals, die gleiche Promotion zu bekommen, die andere Künstler bekommen haben. I had to play most of the songs that were popular at the time, you know, the regular thing. And it was very difficult trying to get the same kind of promotion that other artists were getting at that time. And one more time. It's a red monster market. One more time. It's a red monster boy, yeah. Als ich dann endlich Dick James, so eine Art Freund von mir, und Elton John traf, die damals gut im Geschäft waren und mit ihrer Company quasi verheiratet waren, fragten sie mich dasselbe. Warum ist bei dir nichts passiert in all den Jahren? Dick kümmerte sich dann um mich und übernahm die Promotion. Wir kamen damals zusammen und das war gut. Beide boten das Produkt Johnny Guitar an. Ich wurde weltweit als Performing Artist anerkannt. Und darüber bin ich sehr froh. And we got together and it was a great situation. They promoted the product well and I was finally recognized, you know, worldwide as a performing artist. And I'm very happy about it. I felt kind of bad because of the amount of success they were having with the same song.
Also ich fand es irgendwie komisch, dass damals andere Künstler so viel Erfolg mit meinen Songs hatten, während er bei mir auf sich warten ließ. Ich kam einfach nicht dahinter, warum es bei mir nicht so klappte, mit dem gleichen Material. Aber immerhin, die Tatsache, dass andere Künstler Songs von mir spielten, hat mich geehrt. Ich finde es toll, dass sie meine Songs aufgegriffen haben und bin dankbar dafür. Das hat mir gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg war. Ich bewunderte zum Beispiel Steve Miller, der was von mir spielte. Er ist einer meiner Lieblingsmusiker. Nicht zu vergessen Frank Zappa und die anderen, die sich damals durch meine Songs inspiriert fühlten. Ich denke, dass diese Dinge mich aufrecht gehalten haben auf dieser langen Durststrecke. Die Chancen, dass ich den Durchbruch letztendlich schaffen würde, sah ich zu dieser Zeit nicht mehr als sehr groß an. Jesse James, Frank James, Billy Kid, and all the rest. Supposed to be some bad cats out in the West. If they could have dubbed me and my gangsta away, they would have hung up their guns and made it to the grave. Cause I'm a gangsta of love. Cause I'm a gangsta of love. When I walk down the streets, all of the girls I meet say he's a gangsta of love. Yeah. Robbed a local beauty contest for their first place winner. They found her with me having a big steak dinner. Tried to get the girl to go back to pick up her prize. Stood up and told him, you just don't realize that he's a gangsta. Say he's a. I have a more contemporary area that I'm shooting for at this point. I'm sure you know that. Da gibt's noch einige Dinge, die ich musikmäßig ins Auge fassen will. Ich bin ein großer Fan von Charlie Parker, John Coltrane und Miles Davis. Das sind ein paar Sachen. Wes Montgomery war ein Freund von mir. Er hat mein Spiel schon beauflusst. Beeinflusst haben mich auch Gatemouth Brown und B.B. King, die ich in meiner Jugend gehört habe. Es kam die Zeit, wo ich auch so spielen wollte. Also spielte ich einige Wes Montgomery Songs. Ich saß da und spielte die Lieder Note für Note. Ich konnte Stunden so sitzen, bis ich den Song endlich so gut spielen konnte, wie er auf der Platte klang. Dann habe ich meine Freunde eingeladen, legte die Scheibe auf und spielte genau das, was wir auf ihr hörten. Mann, hatten wir einen Spaß. Ich bin froh, diese Sachen gemacht zu haben, weil ich davon jetzt einige einspielen will. Ich will sie genauso spielen, wie Wes sie spielen würde, mit einem Schuss mehr Funk im Rhythmus, in der Rhythmusstruktur. Es wird bestimmt eine interessante Sache, Rhythm and Blues mit etwas Funk unserer Tage. Just exactly as Wes would play them, with a little more funk in the rhythm, you know, in the structure of the rhythm. But it'll be a very interesting approach to R&B and to just contemporary funk, more or less. We need to stack computers. Well, people, I wonder. We need to stack. Would you bleed? Oh, there ain't no. Would you play it? Das Musikerdasein ist bald überflüssig, weil die Computer alle Instrumente ablösen und auch alles andere übernehmen. Ich finde, es ist an der Zeit, das wieder unter Kontrolle zu kriegen. Produzenten, Songschreiber und Leute wie ich. Ich will mein Leben selbst gestalten und nicht so viel Synthesizer oder, sagen wir lieber, Computer benutzen. Diese Stereotypen-Aufnahmen will ich nicht mitmachen. Ich will das mehr live einspielen. Ich habe Trompeten dabei, wie man bei meiner neuen Band sehen kann, Live-Trompeten. Es geht wieder zurück zur instrumentalen Live-Musik, ja. Well, people, I ain't lying. We need to stack computers. If all that ain't no job, let me hear you. Yeah.
a little bit louder.